Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zu einem neuen Bildvideo zu Division 2. Und zwar geht's um das Hardwire-Set. Das hatte ich so nie wirklich auf dem Schirm, weil es sehr speziell war und nur in einer ganz speziellen Situation wirklich effektiv war. Niemand hat es so richtig gespielt, außer so ein paar Leute, die man damit rumprobiert haben. Ich hatte es, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm. Seit dem jetzigen Update gab es ja ein kleines Update auch für das Hardwire-Gear-Set. Und ich habe es mal rausgeholt, habe mal ein bisschen was gebastelt und es macht tatsächlich richtig Bock. Und die Änderung ist wirklich richtig gut geworden, da muss man wirklich sagen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und was ich dazu sagen muss, wie immer, ne, das Gameplay, alles, was ich aufgenommen habe, ist ohne Modifier. Mit Modifiern erkläre ich ein bisschen im Video, weil mit Modifiern sind alle Builds nochmal deutlich stärker. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Build. So, kommen wir zu einem der Sets, die ich persönlich tatsächlich nie wirklich gespielt habe und welches ja ein relatives Nischenbild war, weil es hier meist im Raid Dunkle Stunden da am Ende beim Bossfight dazu benutzt wurde, die Skills recht schnell zurückzusetzen, damit man die Drohnen im M-Kampf wegpulsen konnte. Ne, ansonsten habe ich tatsächlich nahezu niemanden damit spielen gesehen. Und jetzt gab es seit dem jetzigen Update in der Season 2 gab es ein schönes Update für das Hardwire-Set. Und zwar ist es so, dass die Rückkopplung, immer wenn sie eine Fertigkeit einsetzen oder abbrechen, wird der Cooldown ihrer anderen Fertigkeit automatisch um 30 Sekunden verkürzt. Und Fertigkeiten Schaden und Reparatur steigern sich um 10%. Die Rückkopplung kann alle 10 Sekunden einmal auftreten. Das war vorher bei 20 Sekunden, das heißt, ihr habt trotzdem noch ein bisschen länger drauf warten müssen auf eure Skills.
Aber das Ganze könnt ihr jetzt natürlich auch mit dem Rucksack, den wir hier in dem Bild tragen, durch Kurzschluss verringert den Cooldown von Rückkopplung von 10 Sekunden auf 5 Sekunden, könnt ihr das Ganze nochmal deutlich besser hin und her schaukeln und eure Skills immer wieder nutzen. In dem Fall habe ich eine Explosiv-Variante gewählt. Ihr habt im Gameplay vielleicht gesehen, dass ich das mit den Sucherminen gespielt habe und mit der Sprenghaftgranate. Das bedingt durch ne, A, den Spielstil, wenn man darauf Bock hat, aber auch B, dadurch, dass ich euch das Gameplay ohne die Modifier gezeigt habe. Mit den Modifiern könnt ihr das Ganze nochmal auf eine ganz andere Stufe ballern, tatsächlich. Richtig cool. Wie habe ich das aufgebaut? Zerstörungsexperte, Spezialisierung wegen dem Mehrfach-Granatwerfer. Der passt natürlich rein, wenn wir mit Explosiv-Skills spielen. Und bekommen nochmal 10% höheren Explosionsschaden, betrifft Sprenggranaten, Fähigkeiten und Effekte. Passt natürlich super rein, ne? Den Rest nehmen wir, ist nice to have, nehmen wir mit. Das Artilleriegeschütz, ja, wäre auch eine gute Wahl, kann man damit auch spielen. Würde ich aber tatsächlich in dem Fall nicht empfehlen, besonders wenn ihr mit den Modifiern spielt, weil es einfach, ja, es macht tatsächlich keinen Sinn. Und der Modifier, den wir gleich hier mit auswählen, ist nicht gut fürs Artilleriegeschütz. So, gehen wir mal auf das Set an sich ein. Ihr seht, dass wir hier komplett 6 Fertigkeitenränge haben. Wir haben 4 Teile hardwired. Ne, wie gesagt, eben gesehen mit dem Rucksack. Und hier die hardwired Maske. Ne, wir bekommen für die 4 Teile 15% Fertigkeiten-Tempo, Fertigkeiten-Schaden und Reparaturfähigkeiten, die wir jetzt natürlich hier nicht brauchen. Und das Talentrückkopplung natürlich. Den Rest habe ich hier so gerollt. Mit jeweils Mods auf Fertigkeiten-Tempo. Der Rest komplett auf Schaden. Dann habe ich eine China Light Brust, die uns nochmal 15% Explosionsschaden gibt. Hier könnt ihr schauen, je nachdem, welche Brust ihr von China Light habt. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen offensiver gehen und könnt hier mit Glaskanone spielen. Das macht, ja, damit macht ihr noch ein bisschen mehr Schaden hinten raus. Ich habe hier Wechselmannschaft, um das Bild so ein bisschen zu komplementieren, um noch besser mit den Cooldowns klarzukommen. Ja, das heißt, der letzte Gegner, dem sie Schaden zugefügt haben, wird markiert. Fügt man diesem Gegner Waffenschaden zu, wird die Markierung entfernt und aktive Cooldowns verkürzen sich nochmal um 6 Sekunden. Der Cooldown da liegt bei 4 Sekunden. Dazu habe ich das Wellenformholster geholt. Das ist ein exotisches Holster mit dem Talent Wechselstrom. Erzeugt bei einer ihrer Fähigkeiten jede Sekunde einen Stapel von 3% Fertigkeitsschaden bis einem Maximum von 10 Stapeln. Nach 10 Sekunden auf dem Maximum wechseln die Stapel zu ihrer anderen Fähigkeit. Der Prozess setzt sich endlos fort. Also quasi wie in der Wellenform, wie bei dem Rache-Modifikator, wechseln jeweils maximal 30% Fertigkeitsschaden immer hin und her. Und ist eine ziemlich coole Sache. Und dadurch, dass wir die Skills immer, alle beide Skills wechseln, ist das natürlich eine super Sache. Als Waffen habe ich die Kondensator genommen. Die ist ganz cool, weil ihr ein bisschen mehr Waffenschaden macht, dadurch, dass ihr Fertigkeiten-Ränge spielt. Ne? Durch das Treffen von Gegnern werden Stapel bis zu einem Maximum von 40 gebildet. Jeder Stapel gewährt 1,5% Fertigkeiten-Schaden. Nach 5 Sekunden verfällt ein Stapel pro Sekunde. Für jeden weiteren, für jeden Fertigkeiten-Rang gewinnt man 7,5% Waffenschaden. Nimmt man natürlich super mit. Ne? Ist eigentlich primär nur, um die Skills zu buffen, aber der Waffenschaden ist halt noch absolut in Ordnung. Als zweites habe ich das mechanische Tier mitgenommen, das ist ein benanntes Sturmgewehr, welches das Talent hat, perfekt zukunftssicher. Waffenkills gewähren 19 Sekunden lang plus einen Fertigkeitenrang. Dadurch, dass wir bei 6 Fertigkeitenrängen sind, können wir uns hier in die Überladung reinballern. Die Überladungs-Cooldown ist bei 90 Sekunden, ist recht lang, 1,5 Minuten, aber ist halt nur ein Vorschlag. Hier könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt. So, als Skills. Hier habe ich das normale Geschütz mitgenommen, das Überfallgeschütz. Warum? Hier könnt ihr auch das Snipergeschütz nehmen. Das zeige ich euch gleich aber unten am Schießstand nochmal. Einzig und allein, da ich mit den Modifiern spiele. Und hier gibt es einen Modifier, der natürlich besonders geil ist dafür. Und das ist unten modernste Technik. Modernste Technik lässt euren normalen Geschützturm, den wir benutzen, oder den Snipergeschützturm von dem verstärkten Schaden der Reichweitenzonen profitieren. Also hier quasi vom globalen Modifikator. Ne, auf lange Reichweite würden wir hier 50% mehr Damage bekommen. Auf mittlere 35% und auf kurze sind es immer noch 20% mehr Schaden fürs Geschütz. So, die anderen Werte, die seht ihr hier.
Und dann gehen wir mal runter an den Schießstand, dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Das werde ich kein Tempo stellen wir hier natürlich aus, sonst kriegen wir ein Problem mit der Mechanik von Hardwire. So, und dann seht ihr hier, wir können den Kondensator mal kurz mit hochbuffen. So, das ist von Wechselmannschaft, dass die Skills besser kommen. Aber pass auf, wir stellen das Geschütz. Lass das Geschütz ballern. Es profitiert jetzt auf mittlere Reichweite von dem Reichweitenmodifikator. Ihr seht, und macht da schon, ja, schöne, ja, 220k in der Spitze. Hauen wir unsere Sucharmin wieder raus. Den hier, stellen das Geschütz weg. Stellen das Geschütz wieder hin und die Sucharmin sind sofort wieder da. Werfen sie, packen das Geschütz wieder ein. Müsst euch ein bisschen daran gewöhnen, stellt es wieder hin und die Sucharmin sind schon wieder da. Ist ein ziemlich cooler Spielstil. Und mal was anderes. Wie gesagt, ich hatte Hardwired nie so auf dem Schirm, hab da nie was gebaut, nie wirklich gespielt. Aber so finde ich es echt nice. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr für Hardwire-Varianten, wenn ihr es ausprobiert habt, mal selbst gebastelt habt. Und lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Vielen Dank.